Wir haben nach den Beratungen mit den Expertinnen und Experten noch zusätzliche Maßnahmen jetzt vorgesehen, insbesondere dort, wo wir der Meinung sind, dass Menschen auffällig sind, die man besonders schützen muss. Wir werden deshalb so schnell wie möglich verordnen, dass wir eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenanstalten sowie in Alten- und Pflegeheimen einsetzen. Und wir werden eine Reduktion der täglichen Besucherinnen und Besucheranzahl in Krankenanstalten auf vorerst maximal 3 getestete Besucherinnen und Besucher pro Patient, Patientin und Tag vorsehen. Das soll insbesondere eine deutliche Reduktion des Infektionsdruckes herbeiführen und eine Erhöhung des Eigen- sowie Fremdschutzes. Und was uns auch wichtig ist, weil ich die Personalsituation in den Spitälern angesprochen habe, einleitend, dass wir auch Cluster in den Spitälern und Krankenhäusern vermeiden. Das ist ein erster weiterer Schritt, den wir setzen, um den konsequenten Wiener Weg noch umfassender umzusetzen. Wir werden aber die Situation weiterhin sehr gewissenhaft im Auge behalten. Wir haben mit unserem Expertenrat vereinbart, dass wir uns in den nächsten Wochen noch abstimmen, um weitere Maßnahmen zu setzen. Sie haben jetzt mehrfach angesprochen, weitere Maßnahmen Anfang August. Können Sie uns ein bisschen eine Richtung geben, wohin es da geht? Wieder Ausweitung der Maskenpflicht auf Supermärkte zum Beispiel? Wir haben ja schon Maskenpflicht in den verschiedensten Bereichen gehabt, zusätzlich zu jenen Einrichtungen, wo die Maskenpflicht jetzt schon besteht. Das wäre natürlich anzudenken, falls sich diese Welle weiterentwickelt. Das wären sicher Maßnahmen, die schon eingeübt sind und die man auch wieder umsetzen könnte.